Allen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Begegnung. Die Freiheit im öffentlichen Raum. Über die Freiheit im öffentlichen Raum zu sprechen, ist eine Art und Weise, das Thema des Meetings zu erklären. Deswegen machen wir heute ein Treffen zu diesem Thema. Denn die Kräfte, die Welt bewegen, sind dieselbe, die den Menschen glücklich machen, trägt in sich die Entwicklung der Entwicklung der Beziehung zwischen der Person und dem Raum, die sie umgibt, zwischen ihm und der Geschichte, also zwischen der Geschichte und dem öffentlichen gemeinsamen Raum, der Gemeinschaft. Und das ist der Grund, warum wir uns beschäftigen mit diesem Thema heute. Es ist kein Zufall, dass dieser Satz des Themas des Meetings wurde von Giussani gesagt, in einer Zeit gesagt, in den 60ern, als die Aufmerksamkeit auf diese zwei Pole, das Ich und die Gemeinschaft, also die Freiheit ist eben und im öffentlichen und öffentlicher Raum sind die zwei Pole, über die wir sprechen. Und die Spannung war damals, 68, enorm hoch. Es gab Phänomene, deren Konsequenzen wir heute noch erfahren. Wer die Ausstellung über 68 gesehen hat, hat gesehen, dass diese Spannung zwischen Freiheit und öffentlichem Raum der rote Faden ist, der diese ganze Zeit durchzieht. Es ist ein extrem aktuelles Thema. Wir haben einen Zyklus im Meeting über das Thema, was heißt es heute, Italiener zu sein. Man sieht daran, dass wir diesem roten Faden auch da folgen. Auch gestern, denn diese Frage ist sehr aktuell, weitet sich aus geradezu. Wer das Glück hatte, in den Hörsaal zu kommen über den simulierten Prozess, über eine große Frage wie die Religionsfreiheit, hat gesehen, worum es hierbei geht bei dieser Frage. Zwei Protagonisten von gestern sind heute auf der Bühne unter uns. Und wir grüßen Sie mit einem Applaus. Wir fangen an mit Sabino Cassese, Professor Cassese. Ist emeritierter Verfassungsrichter und sehr berühmter Jurist. Er ist ein Editorialschreiber vom Corriere und ein Freund des Meetings. Er ist nicht zum ersten Mal hier und ist es nicht das erste Mal, dass er uns hilft, über solche Themen nachzudenken. Und ein langer Freund des Meetings, Josef Weiler, auf meiner anderen Seite. Ich kann mir vielleicht erlauben, ihn nicht vorzustellen. Wir feiern heute seinen 30. Meetingbeitrag. Heute Nachmittag macht er seinen 31. Beitrag, wo er über den merkwürdigen Fall Moses sprechen wird. Der andere Gast, der weitere Gast ist Alessandro Barbano. Journalist, Schriftsteller und Autor eines Buches, das gerade erschienen ist, Zu viele Rechte, Italien von der Freiheit verraten, bei Mondadori herausgegeben. Und er wird uns helfen, das Thema zu vertiefen. Ich möchte anfangen mit Professor Cassese und ihn bitten, dieses Thema der Beziehung zwischen Freiheit und öffentlichem Raum einzuführen, also auch den Titel des Meetings damit zu verbinden. Bitte sehr. Guten Tag. An einem Tag von 1969 war in den Korridoren der Katholischen Universität in Mailand, wo die Revolution herrschte, fügte Giussani hinzu, hört Giussani einen Jungen aus Varese, der sagt, wenn wir nicht die Kräfte finden, die die Geschichte bestimmen, dann werden wir verloren sein. Und Giussani hat die Idee, dieses Motto auszusprechen, das dieses Jahr das Motto des Meetings ist. Ich glaube nicht, dass Don Giussani wusste, dass 200 Jahre vorher ein großer Illuminist
Diderot, ein Franzose, geschrieben hatte, das Glück pflegt man, indem man beiträgt zum Glück der anderen. Das heißt, indem man die Tugend kultiviert. Nun, ich habe mich gefragt, wie konjugiert man das Thema, das wir diskutieren müssen, die Freiheit im öffentlichen Raum, mit diesem Motto, wie bringt man es zusammen mit dem Motto von Giussani, dem Motto des Meetings von diesem Jahr? Und ich möchte euch eine Überlegung vorschlagen über die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen. Die Freiheit hat zwei Dimensionen. Eine Dimension ist negativ und eine Dimension ist positiv. Die negative Dimension der Freiheit ist die Möglichkeit des Menschen, und Entscheidungen zu treffen, in die niemand anders interferiert. Das heißt, man spricht von Freiheitsrechten. Dann gibt es eine positive Freiheit. Das ist die Gelegenheit, die jeder haben muss, Entscheidungen zu treffen, um einen öffentlichen Raum aufzubauen. Und das zeigt sich in Begriffen von Pflichten des freien Menschen. Das Interessante ist, dass praktisch das ganze moderne Denken sich vom ersten Profil der Freiheit hat faszinieren lassen und nicht vom zweiten Profil. Ich möchte euch aber zeigen, worin das erste und worin das zweite Profil besteht und wie die beiden untereinander verbunden sind. Das erste Profil ist in gewissem Sinn für uns schwieriger zu verstehen, denn wir leben in einem Kontext der Freiheit. In Bezug auf die Freiheit befinden wir uns in der Lage, in der sich der Mensch befindet, der die Luft atmet, die er einatmet. Man bemerkt das nur, er bemerkt die Luft nur, wenn sie ihm fehlt. Um also verstehen zu geben, was die Freiheit bedeutet, im negativen Sinn, muss ich euch an zwei Episoden der Vergangenheit erinnern, die ich mal zufällig ausgesucht habe. Das erste ist aus einer lang vergangenen Vergangenheit. 1769, Cesare Beccelli, der größte Illuminist Italiens, der von Voltaire und von Katharina, der Zarin, bewundert wurde in Russland. Er schreibt von Delikten und Strafen in einem berühmten Buch. Aber er kann es im Staat Mailand nicht publizieren, wo er lebte. Wir befinden uns vor der Einheit Italiens, weil ihm nicht die Druckerlaubnis gegeben wird. Und er kann es anonym in einem anderen Staat in Livorno publizieren. Eine andere Episode wird erzählt von einem großen Historiker, der Kunsthistoriker aus Deutschland. Er war in den 30er Jahren in Italien und er geht zu Benedetto Croce, der größte Philosoph Italiens in der Zeit war, 1932, und hört von Croce, dass er an den Todestag von Goethe erinnern will. Croce sagt aber, ich kann das nicht öffentlich tun, und weißt du, was ich getan habe? Ich habe eine Reihe von Freunden zu Hause angerufen und ich habe eine Konferenz über Goethe an ihnen angeboten. Ihr seht diese zwei Beispiele, die zwei Beispiele von Pressefreiheit und Redefreiheit sind, die nicht gewährt wurden. Nicht gewährt von den Autoritäten, das heißt nicht gewährt in der Beziehung, in der vertikalen Beziehung zwischen Staat und Bürger. Was ich gesagt habe, das heißt, dass für uns die Freiheit wie die Luft ist, die wir atmen und wir deswegen nicht wissen, wie wichtig sie ist, bedeutet nicht, dass die Freiheit, dass Freiheitsgeschichte schon zu Ende wäre. Denn es gibt auch zukünftige Freiheiten. Wir
sind daran gewöhnt, eine Freiheit gebunden an ein Territorium zu haben. Die Freiheit der Italiener, die Freiheit der Franzosen, die freien Italiener müssen sich nicht für die Freiheit der Syrer oder Libyer oder Somalier interessieren. Warum ist die Freiheit eigentlich kein Gemeingut? Und dann müssen wir uns um die neuen Gefahren und um die Freiheit der Vergangenheit kümmern. Denk mal an Regierende in der Türkei, in Polen, in Ungarn. Einige davon werden von einigen wichtigen italienischen Politikern bewundert und sie rühmen sich, dass sie illiberale Demokratien aufgebaut haben, die nicht aufgebaut sind auf der Freiheit. Und in diesem Sinn haben wir in der Europäischen Union die Aufgabe, auch diese Freiheiten zu bewahren. Das ist der erste Sinn der Freiheit im öffentlichen Raum. Es gibt einen zweiten Sinn der Freiheit im öffentlichen Raum, der nicht die vertikale Beziehung zwischen Staat und Bürger, der den Bürger begrenzt, betrifft, sondern es betrifft die Beziehung zwischen freien Menschen untereinander im öffentlichen Raum, der gemeinsam ist, dialogierend, und der öffentliche Raum umfasst und in diesem Sinn eine andere Perspektive. Nicht Rechte, sondern Pflichten sind hier jetzt das Thema. Es eine Perspektive, die zusammengefasst wird in diesem Satz. Auf dem Fremder verkündet den Spartanern, dass wir, die wir hier liegen, das habe ich nicht verstanden. Nelson hat angesichts von Trafalgar seine Marinesoldaten eingeladen, sich nicht als Helden aufzuführen, sondern sich daran zu erinnern, dass jeder Marinesoldat nur seine Pflicht tun musste. Unsere Verfassung erwähnt 9-mal Verantwortung, 7-mal Pflicht. Wir alle haben das Recht zu wählen, aber zu wählen ist auch eine Bürgerpflicht. Wir haben alle das Recht zur Arbeit, aber Arbeit ist auch für uns eine Pflicht. Wir müssen als Pflicht eine Funktion ausüben, die zum Vorteil der Gesellschaft und zu ihrer Entwicklung gereicht. Die Eltern müssen sich um die Kinder kümmern, sie unterhalten, sie unterrichten und erziehen. Die Verfassung sagt, dass das eine Pflicht und ein Recht ist. Also in umgekehrter Reihenfolge. Erst eine Pflicht, dann ein Recht. Und kürzlich hat ein italienischer Jurist an eine Episode erinnert, die er erlebt hat. Unser großer Rechtsphilosoph Bobbio, der in den letzten Jahren seines Lebens immer wieder mit Grobheit andere unterbrochen hat. In seinem Buch schreibt er über den Rechtsstaat. Er ist mit 90 Jahren gestorben. Wenn ich noch Zeit und Energie hätte, würde ich mehr über den Staat der Pflichten als über den Staat der Rechte schreiben, sagte er. Wir haben immer die Rechte zitiert, aber nie die Pflichten in den letzten Jahren. Eine Person hier an diesem Tisch hat ein Buch geschrieben, Zu viele Rechte. Herr Barbano hat dieses Buch geschrieben über zu viele Rechte. Ich habe vorher gesagt, wir haben alle das Recht zu wählen, aber das Wählen ist auch eine Pflicht des Bürgers, aber 30% der Italiener, die ein Wahlrecht haben, üben das nicht aus. Sie haben ein Recht, aber sie vergessen, dass zusammen mit dem Recht eine Pflicht kommt. Es ist eine Pflicht, die, nicht gegenüber dem Staat, sondern gegenüber den anderen, denn sie müssen mit den anderen kooperieren in der Auswahl,
der Regierenden und der Parlamentarier. Und das ist der Grund, aus dem viele große Historiker dieser Zeit, die sich für das Thema von Don Giussani hier interessiert haben, das Thema des Glücks, gesagt haben, dass das Glück auch davon abhängt, von der Qualität der Beziehungen, von der Art und Weise, wie wir mit den anderen zusammenleben. Und daher versteht man, dass das, was Giussani gesagt hat, die Kräfte, die die Geschichte bewegen, sind dieselben, die den Menschen glücklich machen. Danke sehr. Ich möchte Herrn Barbano fragen, dieses Thema zu vertiefen, indem er ein anderes Gebiet anspricht. Der öffentliche Raum erweitert sich in Gebiete, die bis es vor kurzem nicht gab, die waren nicht so intensiv, die wurden nicht so sehr vernommen. Wir denken an alle Probleme, die die Technologie hervorbringt, den digitalen Raum. Und ich möchte Sie, die Sie sich sehr damit beschäftigen, auf die Rechte in diesem Gebiet einzugehen, uns verstehen zu lassen, welche Rechte diese Dialektik einbezieht zwischen Ich und öffentlichem Raum im Inneren dieser Neuheit, die die Geschichte uns bietet. Der digitale Raum ist heute zentral für die Entwicklung der Demokratien. Und ich glaube, dass die Auswirkungen der Kommunikation, der digitalen Kommunikation für die Demokratie ein Problem ist, was allen offensichtlich ist. Ich benutze das Wort Demokratie, der physische Ort, wo sich die aktive und passive Freiheit ausüben lässt, ist die vollendete Demokratie. Und heute haben wir eine Krise der Demokratien, die ist verbunden mit der Krise der Freiheit und der Rolle, die die Technologien in der Kommunikation haben. Internet ist heute eine Selbstverständlichkeit. 1995 war das weniger so. In diesen 20 Jahren wurde Internet gefördert, begrüßt. In den ersten 15 Jahren in wahrscheinlich unkritischer und optimistischer Weise mit der Perspektive, dass das Internet die Bürger den Entscheidungsträgern näher bringt, die Kenntnisse erhöht und der virtuelle Raum würde es ermöglichen, mehr Informationen ohne physische Bewegung zu bekommen und damit die Demokratie besser macht, mehr Teilhabe ermöglicht, horizontaler macht und die intermediären Kräfte der Gesellschaft dafür weniger erforderlich sind. Wir entdecken heute, dass zusammen mit all diesen Vorteilen, die es zweifelsohne gibt, wir können nicht von den Technologien mit der Perspektive derjenigen reden, dass sie der Teufel sind und dass wir die Zeit zurückdrehen müssen. Aber wir wissen heute, dass angesichts der Krise der Demokratien aufgrund der Wirkung der Technologien eine dunkle Seite dieser Internetkommunikation da ist. Im Internetraum stiehlt man Inhalte. Das heißt, es wird das Recht des Autors vergewaltigt. Es wird dem privaten Raum, der Privatheit, der Privatsphäre Gewalt angetan, oft mit unheilbaren Verletzungen für die Freiheit des Einzelnen. Wir wissen, dass eine bestimmte Vulgarität gefördert wird dadurch. Und so scheint es sozusagen den geistigen Müll zu geben, wo die Emotionen über das Wort überwiegen. Und wir wissen auch,
dass damit Wahlergebnisse manipuliert werden können. Das sind Dinge, die die politische Analyse der letzten Wahlen in den USA und Russland und in Italien zeigen können und auch in vielen anderen Demokratien, die nicht im Scheinwerferlicht der öffentlichen Meinung des Westens stehen, junge Demokratien und Demokraturen, wie sie in Asien genannt werden, wo die Manipulation der Internetinhalte entscheidend ist für das Wahlergebnis. Und also gibt es einen Preis, den wir nicht für die Freiheit, an den wir nicht gedacht hatten, den wir aber bezahlen müssen für die Technologien. Die erste Frage ist meiner Meinung nach, wenn all das unvermeidbar sein sollte, wenn diese dunkle Seite der Technologien zwangsläufig sich den Demokratien überlagert und sie konditioniert in einer Weise, dass heute viele junge Leute da sind, dass die denken, dass die Demokratie nicht die beste Regierungsform ist. Wenn diese dunkle Seite ein unvermeidlicher Charakterzug dieser Kommunikation wäre, und hier möchte ich eine bestimmte Überlegung machen und das journalistisch illustrieren, also entschuldigt mich, wenn ich das zu einfach mache. Also ich denke an einen Philosophen, Manuele Severino, als Schema, um darüber nachzudenken. Severino sagt, dass die Technik Tochter der Kultur ist. Die Kultur erfindet die Technik, um ihre Ziele zu verwirklichen. An einem bestimmten Punkt aber begeht die Technik Vatermord, indem sie die Ziele der Technik, der Ziele der Kultur überordnet. So werden die kulturellen Ziele die technischen Ziele. Und welche sind diese Ziele der Technik? Die Technik hat in sich keine Ziele. Die Technik hat nur das Ziel, sich selbst unendlich zu reproduzieren und die quantitative Dimension der Internetklicks, der qualitativen Dimension der Demokratien mit Qualitätsunterscheidung der Werte, indem die Quantität der Qualität überlagert wird. Severino sagt, dass das ein unausweichlicher Prozess ist, denn die Kraft der Technik wird zwangsläufig über die Kultur das Übergewicht bekommen. Es gibt ein anderes Schema, das uns nützlich sein kann. Es ist das Schema eines Denkers, zeitgenössischen Denkers, der mein Buch sehr inspiriert hat, Professor Magatti, Dekan der Soziologischen Fakultät der Katholischen Universität in Mailand. Er hat 2009 ein Buch geschrieben, Eingebildete Freiheit. Dieses Buch spricht auch ein bisschen von 68 und erzählt, was in den Gesellschaften geschehen ist in Europa, in Westeuropa, zwischen dem Kriegsende und heute. Ich fasse das sehr journalistisch zusammen. Der Autor möge mir verzeihen. Magatti sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg und den großen Desastern der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts hat der Kapitalismus, um Reichtum zu produzieren, geordnete Gesellschaften gebraucht. Das heißt, die Demokratien, die aufgebaut wurden, dienen dann dieser Perspektive und man baut also Gesellschaften auf mit starken Institutionen und gemeinsamer Moral, die in der Lage ist, Disziplin, soziale Disziplin zu erzeugen und dann verteilt man Reichtümer um durch den Wohlfahrtsstaat. Das war bis 1968 so und dann hat irgendwann dieses Thema einen Bruch erfahren aus verschiedenen Gründen. Es zerbricht aber auch
erklärt Magatti, weil der Kapitalismus bemerkt, dass wenn er mehr Reichtum produzieren will, er nicht mehr geordnete Gesellschaften braucht, sondern unordentliche Gesellschaften braucht. Warum? Der Supermarkt erlaubt mehr Profit als die einfachen familiären, also nee, die Einzelportionsverkauf im Supermarkt gibt mehr Profit als der Verkauf an Familien in Familienpackungen. Man erfindet also die Scheidung. Das ist ein Recht und eine Eroberung der westlichen Gesellschaft, aber wie jedes Recht und jede Ausweitung der Rechte hat die Scheidung ihren Preis. Und wenn die Scheidung nicht verbunden wird mit einer sozialen Verantwortlichkeit, dann trägt die Scheidung in sich die Möglichkeit, die Gesellschaft zu zertrümmern. Wenn das eine Ästhetik der Beziehung in hedonistischer Weise ergibt, als Möglichkeit des Menschlichen und nicht als eine Aushilfe für eine bestimmte Krise der Familie, dann führt die Scheidung einen Bruch ein in die Familie, in der Gesellschaft und damit in die ganze Gesellschaft. Was soll das heißen? Ich möchte damit sagen, dass jede Ausdehnung von Rechten ihren Preis hat. Die Rechte sind der Brennstoff gewesen, mit dem die Demokratien sich in der Welt ausgebreitet haben, in der ganzen Welt in den letzten 200 Jahren. Erstmal wurden die absoluten Monarchien hinweggefegt. Der Glaube ans Ancien Regime verschwand. Es gab nur Untergebene und keine Bürger. Dann wurden die totalitären Autoritäten hinweggefegt. Die Rechte in Abwesenheit einer Autorität und in Abwesenheit eines Gegengewichts der Pflichten, wovon Cassese gesprochen hat, so sind die Rechte ein Faktor der Zersplitterung geworden. Die größten Unfähigkeiten der Gegenwart entstehen aus einem Überschuss an Rechten, die die Technik potenziert und die Möglichkeiten ausdehnt, indem das transformiert wird, was gestern unmöglich war, was heute auf einmal möglich wird. Und das Recht legitimiert diese Ausdehnung der Möglichkeiten und transformiert das Mögliche in das Richtige, einfach deswegen, weil es möglich ist. Ich glaube, dass dieses Schema dazu dient, eine Serie von Prozessen zu verstehen, die im Westen abgelaufen sind. Magatti erzählt zum Beispiel, dass der Kapitalismus angesichts der Notwendigkeit, Profit zu produzieren, am Ende einen Pakt macht mit den antagonistischen, antikapitalistischen Bewegungen von 68 zum Beispiel, die abzielten auf eine Subjektivierung, Individualisierung der Gesellschaft. Diese Ehe zwischen Kapitalismus und Individualisierung aus der 68er Zeit produziert, so sagt Magatti, eine Freiheit des Konsumismus. Und so entsteht diese flüssig zerfließende Gesellschaft, von der wir heute sprechen. Wir bemerken also, dass wir Bewertungsirrtümer in Bezug auf die Kommunikationsmittel gemacht haben. Wir haben das Risiko nicht richtig bewertet, dass die Ausdehnung der Rechte durch die Technik für die Demokratien bedeuten. Als 1992 durch die Einführung von Maastricht und nach dem Fall der Mauer in der Welt
finanzielle und technokratische Zentralen entstanden, die eine enorme Hebelwirkung haben, die größer ist als die Hebelwirkung der Staaten und so zu einer Krise des Nationalstaats geführt haben, dann kann man doch sehen, dass in Abwesenheit einer Weltregierung für diese globalen Prozesse die Basis der nationalen Demokratien verschwindet. Und genau das ist passiert. Wenn wir in diesem Licht die Finanzkrise lesen des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts und wenn wir in diesem Licht die Auswirkungen der Technologien lesen, die die Demokratien konditionieren in der Kommunikation. Dieser selbe Prozess der Krise Europas, nein, selbst der Prozess der Krise Europas kann in dieser Perspektive auch interpretiert werden, in der Schwierigkeit, von der nationalen auf die supranationale Dimension zu kommen. Wenn all das wahr ist, Vorsicht, dann ist die Lösung nicht, die Zeit zurückzudrehen und sich vorzustellen, dass man Mauern hochziehen könnte und Nischen bauen könnte, althergebrachter Staatlichkeit, um sich vor unseren Ängsten zu schützen. Das ist nicht die Lösung. Das ist eine Medizin, die schlimmer ist als das Übel, das sie heilen soll. Damit kommen wir in eine schlimmere Perspektive hinein. Wir müssen, glaube ich, an den Irrtümern arbeiten, die wir produziert haben. Mit Bezug, und damit schließe ich zum Thema zur Regierung der Internetkommunikation, zur Leitung, Lenkung dieser Kommunikation, haben wir einige Wege, die wir beschreiten können. Internet funktioniert in verschiedener Weise in der Welt. In China funktioniert es unter dem Kontrollschirm des Staates. Das heißt, in vollkommener Abhängigkeit vom Staat. In Europa funktioniert es andersrum, nämlich als Hegemonie und kann das Leben konditionieren, das Leben der Demokratien, der Staaten konditionieren, weil es keine staatliche Kontrolle gibt. Es gibt keine Arbeitsregeln, die garantieren, dass die Qualität und die Würde der Teilnehmer an diesen Prozessen garantiert ist. Es gibt keinen Schutz der Autorenrechte, es gibt keinen Schutz der Privatsphäre. Es ist offensichtlich, dass all das zu einem Dschungel führt, den wir alle an den letzten westlichen Wahlergebnissen sehen können. Oder es funktioniert, wie es in einigen hervorentstehenden asiatischen Demokratien funktionieren kann. Zum Beispiel werden die Fake News vom Autokraten, der gerade dran ist, oder von der Opposition aufgegriffen. Und dann ändert sich das Schicksal der Macht. Wir müssen wieder eine Regierung der Möglichkeiten schaffen, die die Technik und die Innovation uns erlaubt, ohne in einen Etatismus zu verfallen, der die Freiheit limitiert, aber doch gleichzeitig den Subjekten ihre Verantwortung zuzuschreiben in der Beherrschung des Netzes. Das heißt, es muss Bindungen, Verantwortungen und Grenzen geben im Internet, zum Schutz all derer, die in Verbindung stehen mit dem Internet. Über die Medikamente können wir dann später sprechen. Danke. Ich möchte Josef Weiser fragen, ob er mit dieser Analyse einverstanden ist, dass der öffentliche Raum auch von der digitalen... Wie geht man das an? Ich bin einverstanden mit der Analyse von,
von Savina über die aktive und passive Freiheit oder positive und negative Freiheit. Und wenn sie nur negativ und passiv ist, dann fehlt natürlich etwas. Ich bin einverstanden mit Barbano, dass es eine dunkle Seite des Internets gibt und dass für einen Überfluss an Rechten man einen Preis zahlt, wo ich nicht einverstanden bin. Ich sehe eine Verbindung, die sehr schwach ist. Eine schwache Verbindung zwischen der Freiheit im öffentlichen Raum und dem Glück. Meiner Meinung nach haben wir 1000 Beispiele von Personen, die in repressiven Regimen leben, wo keine öffentliche Freiheit gewährt wird, die aber innerlich frei sind. In unseren Gesellschaften, wo die Freiheit garantiert ist, in weitem Sinne im öffentlichen Raum, gibt es viele Leute, die innerlich nicht frei sind. Was heißt es denn, innerlich frei zu sein? Auch wenn die Freiheit im öffentlichen Raum garantiert ist, kann ich doch Sklave sein. Sklave meiner Leidenschaft, Sklave meines Ehrgeizes, Sklave meiner Karriere, meines Egos, meines Ruhms. Niemand kann mich im öffentlichen Raum in meiner Freiheit behindern, aber ich bin doch kein freier Mensch. Nehmen wir das Beispiel des öffentlichen Raums in der Moderne, das heißt Internet. Es ist wahr, es gibt diese Technologie, aber der Effekt der dunklen Seite ist, weil wir Sklaven von Twitter und Facebook sind. Das ist das Bild des modernen Menschen. Es gibt diese dunkle Seite nicht, wenn die Leute nicht Sklaven sind von Facebook, Twitter und all diesen Dingen. Und das ist eine persönliche Entscheidung von jedem von uns. Dafür kann man die Schuld nicht der Technologie zuschreiben. Das ist klar eine Versuchung. Aber am Ende, wenn ich nicht frei bin, wenn ich wie besessen bin von Facebook, von Twitter, dann nur so kommen dann die negativen Aspekte zustande. Mein erster Punkt ist also, dass das Glück mit der Befreiung der Person auf sich selbst hin zusammenhängt, bevor es eine Befreiung der Personen gegenüber anderen Personen ist. Und erst danach kann man über die Verbindung zwischen Glück und Freiheit im öffentlichen Raum sprechen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es ist essentiell, die Freiheit im öffentlichen Raum zu garantieren. Aber ich denke, dass das nicht in irgendeiner Weise das Glück des Menschen garantiert. Zweiter Punkt, wo ich vielleicht nicht ganz einverstanden bin mit meinen Vorrednern, dieses Bestehen auf dem Recht. Die ganze Frage der Freiheit war, wie können wir Rechte und Pflichten vereinen, zu viele Rechte und so weiter, Überschuss an Rechten. Und man hört fast nie den Diskurs über die persönliche Verantwortung. Das Recht scheint immer die Möglichkeit der Person zu sein, zu tun, was sie will. Was fehlt, ist der Diskurs über die persönliche Verantwortung und die Pflicht. Im öffentlichen Raum sprechen wir, auch wenn wir über die Freiheit sprechen, in einem sehr großen Ungleichgewicht zwischen Recht und Pflicht und Verantwortung. Noch einmal, wenn wir die dunkle Seite des Internets betrachten, die dunkle Seite des Internets ist, dass die Leute, die teilnehmen an diesem öffentlichen Raum des Internets, tun, was sie möchten. Sie lügen, sie schimpfen, sie verleumden. Die Lösung kann nicht nur eine staatliche Regulierung sein. Es muss ein
es muss eine innerliche Regelung sein, der Pflicht, der Angemessenheit uns selbst gegenüber, nicht nur gegenüber anderen. Der dritte Punkt, in der Regel, wenn wir über Freiheit reden, dann ist das traditionelle Schema, es gibt die öffentliche Gewalt und es gibt die individuelle Freiheit. In den letzten 10, 15 Jahren haben wir immer mehr gesehen, dass das Problem der Freiheit im öffentlichen Raum nicht die öffentliche Gewalt ist, sondern dass es ein Individuum ist, was ein anderes Individuum in der Freiheit einschränkt. Und das ist viel schwieriger als Problem. Wir haben die Technologie, um philosophisch und juristisch das Gleichgewicht zwischen öffentlichem und privatem Interesse herzustellen. Was viel schwieriger ist, ist Lösungen zu finden, wie man eine individuelle Freiheit einer Person in einem Konflikt mit der individuellen Freiheit einer anderen Person ins Gleichgewicht bringt, wie wir gestern gesehen haben im simulierten Prozess. Danke sehr. Das sind Bemerkungen von Professor Weiler, die aus meiner Sicht die Frage auf ein Gebiet führen, das sehr konkret ist, nämlich die Person. Also möchte ich fragen an Professor Cassese, vor allem, ob er die Position von Weiler teilt und ob er uns weiterführen kann mit einer Antwort auf die letzte Bemerkung von Weiler. Wie kann man dabei helfen, dass eine Person das Bewusstsein wiedererlangen kann von der Notwendigkeit einer wahren Beziehung zum anderen? Ich denke, es gibt zwei Profile in dem, was jetzt Josef Weiler gesagt hat. Das erste, wenn wir weiterhin die Freiheit nur im negativen Profil sehen, dann bringt das nur einen anderen Blick auf einen anderen mit. Also wenn wir es im positiven Profil sehen, in anderer Weise, dann bringt das die Verpflichtung mit, dass die Pflicht eines anderen, denkt mal an eine bestimmte Freiheit, die Freiheit von der Notwendigkeit, von der Bedürftigkeit. Die Geschichte der Welt des letzten Jahrhunderts war beherrscht. Von der Bedürftigkeit, die Leute zu befreien, von den Notwendigkeiten des Lebens zu befreien. Das heißt, die Freiheit von der Notwendigkeit war der große Traum von Beveridge. Man will die Gesundheit, die Ausbildung, die Arbeit, den sozialen Schutz sicherstellen. Um all das zu tun, muss man auf der anderen Seite garantieren, erstens einen Gesundheitsdienst, nationalen Gesundheitsdienst, zweitens ein nationales Schulwesen, das allen offen steht und drittens eine Garantie der Arbeit. Denkt zum Beispiel an Italien, die Kasse, die das Arbeitslosengeld zahlt und dann ein Rentensystem. Wie kann man all das erreichen, wenn man nicht das Recht mit einer Pflicht verbindet, dass alle die Kosten dafür zahlen müssen, für diese Aktivitäten? Ich habe diese Sektoren zitiert, denn wenn ihr den Haushalt Italiens seht, dann seht ihr, dass 70% der öffentlichen Ausgaben Italiens für diese vier Sektoren ausgegeben wird, die ich genannt habe. Und das bedeutet, dass hinter diesen Rechten Pflichten stehen, finanziell beizutragen zu den Ausgaben, die notwendig sind, um diese Rechte zu sichern. Also gibt es das, was die Juristen eine
Verpflichtung des finanziellen Beitrags nennen, nämlich die Verpflichtung, dass Bürger zahlen für andere Bürger. Und das geschieht auf dem Weg über den Staat und erreicht dann andere Bürger. Das heißt, hier sehe ich den Ausgleich zwischen den zwei Elementen, die ich vorher Professor Weiler zitiert hat. Die Tatsache, dass es Individuen gibt, die nicht mehr nur mit dem Staat sprechen müssen und den Staat bitten müssen, bitte befreie mich von der Zensur oder gib mir die Möglichkeiten, öffentlich zu sprechen, sondern sie müssen dem Staat sagen, bitte schaffe die Bedingungen, dass andere mir die Freiheit von meiner Notwendigkeit, von meiner Bedürftigkeit sicherstellen. So wird die Konfiguration der Rechte komplizierter, denn es hat sehr viele Seiten. Erstens gegenüber dem Staat, zweitens gegenüber den anderen Individuen und drittens durch den Staat wiederum in Bezug auf die anderen Individuen. Aber wenn dieses Bewusstsein der Verpflichtung, wenn die Bilanz sehr unausgeglichen ist hinsichtlich des Rechts gegenüber der Pflicht, was kann dann diese Arbeit unterstützen, das Bewusstsein wieder zu gewinnen? Das politische Denken, die Bürgerkultur, das, was Weiler denkt, ist doch in der individuellen Dimension zwischen Objekt und Subjekt. Aber das spielt sich in einer Art und Weise ab oder in einer anderen, je nachdem, in welche Kultur diese Herausforderung eingeschrieben steht. Es ist ein politisches Denken, das sich ändert mit der Haltung des Menschen, zum Beispiel zum Smartphone. Es ist offensichtlich, dass wir hier zwei Ebenen haben, das individuelle Moment in der Beziehung zur Technik und zur Freiheit und auf der anderen Seite das öffentlich-universelle Element, die miteinander in Beziehung stehen. Ich möchte einige Beispiele machen, die mit dem zusammenhängen, was ich vorher gesagt habe. Wenn Irland Irland gezwungen wird, von Europa, von Apple Steuern zu erheben und Irland sich weigert und sagt, nein, ich will die Steuern von Apple nicht haben, denn ich will Apple auf meinem Territorium haben und deswegen bin ich bereit, mich zum Steuerparadies zu machen, dann bedeutet das, dass die technokratische Kraft der Internetzentrale größer ist als die politische Kraft, dieses Internetmittel zu regieren. Zweites Beispiel. Das Schicksal einer jungen Glocke, einer Jugendlichen, die private Fotos an 6 Freunde geschickt haben. Aber das sind dann 6 Millionen Freunde geworden. Und als dieses arme Mädchen versucht hat, die Verbreitung ihrer Bilder zu bremsen, stand vor kurzem alles in der Zeitung, hat sie das Problem gehabt, gegen Facebook in Palo Alto den Prozess zu machen. Denn die juristische Beziehung spielt sich am Gericht von Palo Alto ab. Das Hohe Gericht der Vereinigten Staaten hat ein Urteil gefällt dazu vor kurzem, dass das zuständige Gericht zwischen Bürger und Firma ist jetzt aber neuerdings der Gerichtsstand des Opfers. Das ist aber in Europa noch nicht so.
Deswegen ist es in Europa so, dass bei individuellen Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatleuten und Internetfirmen im Rechtsstand, im Gerichtsstand der Internetfirma stattfinden müssen. Und da kommt der Private nicht hin. Arbeitsgesetzgebung, Arbeitsregeln. Im Internet haben wir Leute, die arbeiten, 6, 10 Stunden arbeiten und Dinge tun, die wie Arbeit aussehen, aber keine Arbeit sind, weil sie nicht die Würde der Arbeit haben. Dieses Handeln im horizontalen Sinn betrachtet, rechtfertigt den Profit des Monopolisten, der gerade die Macht hat. Während wir in Europa und Italien diskutiert haben, darüber, wie hoch die Mauern sein sollen im Mittelmeer, um 66 Flüchtlinge aufzuhalten auf einem Schiff, hat das Europäische Parlament eine Direktive abgelehnt, mit der man den großen Internetaggregatoren zwingen wollte, das Recht der Autoren zu respektieren. Und man hat dann behauptet, dass das Recht der Autoren ein Hindernis für das Recht der Meinungsäußerung ist. Aber das ist doch eigentlich zentral, um die Arbeit derjenigen zu schützen, die als Journalisten und Autoren arbeiten und auch ihre Ausdrucksfreiheit nutzen. Leider hat die öffentliche Meinung kein Interesse dafür entwickelt und der Druck der Internetfirmen hat ausgereicht, um diese politische Entscheidung des Europäischen Parlaments zu kippen. Denn stellen wir uns vor, wie die Abstimmung über dieselbe Direktive laufen würde nach den Wahlen von 2019, wenn dann der Populismus weiter fortgeschritten sein könnte. Das sind zentrale Fragen bezüglich der Freiheit im öffentlichen Raum und der Demokratie. Aber die Bürger müssen verstehen, dass der Schutz der öffentlichen Meinung ein Schatz ist, der mit dem Erhalt der Demokratien selbst zusammenhängt. Und letzter Punkt, die Verantwortung der Provider. Ich habe 6 Jahre lang eine Zeitung geführt als Leiter und ich hatte Verantwortungen im zivilen Sinn, im strafrechtlichen Sinn und im kriminellen Sinn. Die Provider tragen keine dieser Verantwortungen. Alles das, was über das Netz verbreitet wird, führt nicht zu der Verantwortung derjenigen Firmen, die daran verdienen. Es ist offensichtlich, dass die Herausforderung sich abspielt auf der individuellen Ebene, wie Weiler sagt. Aber der individuelle Ebene ist sehr stark konditioniert durch die Deregulierung, die Tochter eines mangelnden Bewusstseins ist, dass der Wirkung der Technologien und die Expansion der damit zusammenhängenden nicht regulierten und nicht bilanzierten Rechte, dass dies Effekte auf die Demokratien hat. Diese Frage ist zentral für die Demokratien in den nächsten Jahren. Danke. Ich möchte Weiler fragen, angesichts der Tatsache, dass die Regeln dienen, möchte ich Sie fragen, genügen die Regeln aus, reichen die Regeln aus oder was braucht es darüber hinaus? Wenn Sie mir erlauben, möchte ich etwas an Savino sagen. Das, wo ich etwas skeptisch war, war die Beziehung zwischen Glück und Freiheit. Nehmen wir diese Faktoren, die du richtigerweise erwähnt hast, öffentliche Ausbildung, Gesundheitswesen und so weiter. Nehmen wir die nordischen Länder, Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen und so weiter. Ich glaube, dass wir einverstanden sind, dass all diese Faktoren dort
wesentlich entwickelter sind als in Italien. Das Gesundheitswesen ist besser, die Renten sind besser, aber die Italiener sind glücklicher. Das ist nicht demagogisch. Das ist eine Beobachtung eines vielreisenden Juden, der in viele Länder kommt. Das Glück, diese Dinge sind alle wichtig. Wenn sie vollkommen abwesend sind, dann ist die Person kaum glücklich. Aber auch, wenn diese Dinge alle anwesend sind, also ich denke, dass die Italiener wesentlich glücklicher sind als in diesen Ländern, die all das garantieren. Das andere, ich will euch nicht langweilen, sondern nur wiederholen. Die Verbindung, die delikate Verbindung zwischen der Freiheit im öffentlichen Raum und der persönlichen inneren Freiheit, also nicht nur zu denken, was meine Pflicht gegenüber dem anderen ist, also positive Freiheit, sondern was ist meine Pflicht gegenüber mir selbst? Dass ich mich frage, ob die Dinge, die ich tue, nicht nur anderen nicht schaden, sondern auch mir nicht schaden. Das ist die innere Freiheit. Denn wir können ein System sein wie die westlichen Länder, wo es große Freiheit im öffentlichen Raum gibt. Das können wir immer noch besser machen, aber das heißt nicht, dass die Leute... Also, wenn ihr euch vorstellt, jemand 10 Stunden vor dem Internet, ist diese Person frei? Nein, sie ist Sklave einer Besessenheit. Es kann sein, Herr Barbano, dass zwischen uns schon einen Unterschied gibt. Deine Tendenz ist zu sagen, es ist die Schuld des Providers, es ist Schuld der öffentlichen Autorität, die nicht die Dinge reglementiert, sie sind schon gekauft von den Firmen. Das ist bis zu einem bestimmten Punkt richtig. Aber es ist auch unsere Schuld. Es ist auch unsere Schuld eines jeden von uns. Das ist das Faktum der inneren Freiheit, dass wir Verantwortung übernehmen können und nicht nur auf die anderen zeigen. An diesem Punkt direkte Frage, was erzieht diese Freiheit, was erzieht diese innere Freiheit, das ist entscheidend eine entscheidende Frage dieses Diskurses. An Professor Weiler muss ich ihn doch erinnern, als sich die amerikanischen Verfassungsgeber zusammengesetzt haben, haben sie geschrieben, dass sie die Freiheit sicherstellen wollen und die Möglichkeit der Personen, das Glück zu suchen. Pursuit of Happiness, das steht schon in der amerikanischen Verfassung. Die Frage ist, auf was für ein Glück bezieht sich das denn? Auf das individuelle Glück von Professor Weiler oder auf etwas anderes? Eine Art von kollektivem Glück? Auf etwas, das nicht nur diese Generation damals betraf, sondern auch die Generationen der 2 folgenden Jahrhunderte. Denn wir haben jetzt 2 Jahrhunderte seither verstreichen sehen. Was ich sagen möchte über diesen Satz, das Motto des Meetings in diesem Jahr, die Kraft der Geschichte, die den Menschen glücklich macht. Es gibt gar keinen Hinweis auf ein rein individuelles Glück. Es gibt aber Hinweise auf ein kollektives Glück, an dem man individuell teilhaben mag und worin eine Teilhabe nicht nur einer Generation, sondern vieler Generationen, die aufeinanderfolgen, zu sehen ist. Und das ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie die Beziehung aussieht zwischen Freiheit und Glück. Ich habe nicht nur über das persönliche Glück sprechen wollen.
Ich wollte nur sagen, dass auch das kollektive Glück in einer Gesellschaft, in einer Familie, in einem Stamm, in einer Nation und so weiter nicht garantiert ist, wenn es Freiheit im öffentlichen Raum gibt. Ich will nicht sagen, dass es keine Verbindung gibt, aber wenn wir aber denken, dass dann, wenn wir die Freiheit im öffentlichen Raum garantieren, dass das die kollektives Glück garantieren kann, das halte ich für diskussionswürdig. Eine Gesellschaft aus glücklichen Personen wird eine glückliche Gesellschaft sein. Ich weiß nicht, was das Glück ist. Es ist leichter für mich zu sagen, was das Glück nicht ist. Es ist sicherlich nicht eine direkte Dividende des Appetits von organisierten Minderheiten in Zeit und Raum von heute. Da bin ich sicher, dass es das nicht ist. Ich glaube, dass es mehr so ist, wie Cassese sagt, man muss das Glück auch zivilpolitisch und kollektiv verstehen als indirektes Interesse an zukünftigen Generationen, ein Investieren in das Wachstum der Gemeinschaft. Wenn Weiler hat recht, nichts trennt uns hier. Es braucht eine Ästhetik der Pflichten, nicht eine Ethik der Pflichten. Wir müssen nicht, wurde gesagt, gut handeln, weil unsere Freiheit in Konflikt steht mit den Freiheiten der anderen, sondern wir müssen gut handeln, damit unsere Freiheit nicht mit unserem Gewissen in Konflikt gerät. Es ist ein vielleicht kantianisches Prinzip, aber damit das funktioniert, okay. Unsere Ausbildungen sind unterschiedlich, aber wir kommen, glaube ich, doch irgendwie zusammen. Damit das geht, in einer Demokratie, in einer säkularisierten Gesellschaft, wo die Haltungen sich ändern, vor allen Dingen durch das bürgerliche politische Denken, also eine Ästhetik der Pflichten, eines Sinns für die Pflicht, das Element einer Sendung des Lebens, ist etwas, das das politische Denken im Westen vergessen hat. Und hier kehrt die Deklination von Magatti in seinem tollen Buch wieder auf die Bühne zurück. Danke. Ich glaube, es ist herausgekommen mit genügender Deutlichkeit die Komplexität der Beziehung zwischen der Freiheit im öffentlichen Raum, vor allem zwischen der Gemeinschaft und dem Ich, dass sie sich gegenseitig etwas geben können. Erlaubt mir eine Anmerkung, denn diese Alternative, nein, nicht Alternative, sondern das Zusammenfließen zwischen einer Perspektive von Kant und von der Bibel lässt offen die Anziehungskraft einer großen Frage, nämlich was hilft über die Regeln oder mit den Regeln und über das eigene Bewusstsein und mit dem eigenen Bewusstsein hinaus das Glück zu finden, glücklich zu sein. Und ich glaube, es ist schön, das anzugehen, zusammen mit Beitragenden wie heute innerhalb einer Realität wie dem Meeting, das aus einer kleinen persönlichen Geschichte herausgeht. Aber es ist ein öffentlicher Raum geworden, der nur ein Ziel hat, denjenigen frei zu machen, der hier vorbeikommt, um an einem Treffen wie dem heute teilzunehmen. Es ist eine Faszination,
in dem, was die Beitragenden von heute aufgezeigt haben. Die Beziehung zwischen dem Ich und der Gemeinschaft wird nie in den Strukturen bestehen. Es geht nie darum, nur Strukturen aufzubauen. Die unverzichtbare Notwendigkeit, die wir heute besprochen haben, ist eine Herausforderung für jeden von uns, für jeden persönlich und für uns alle zusammen, nämlich jedes Mal die Art und Weise wiederzugewinnen, wie wir in den öffentlichen Raum leben können, mit einem Bewusstsein, wie unsere Gäste es heute erklärt haben. Ich danke Ihnen mit einem Applaus, mit einem letzten Applaus. Grüße erneut und lade euch ein, diesen Raum aufrechtzuerhalten, den das Meeting darstellt. Das Meeting hängt ab von Beitrag einem jeden von euch. Also nehmt die Möglichkeiten wahr, die innerhalb des Meetings bestehen, um einen konkreten Beitrag dazu zu geben, dass ein Ort wie dieser weiterhin bestehen kann und uns allen helfen kann.